In einer Höhle voller Modderpampe, ey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr dabei sein wollt, obwohl es so eklig ist. Aber wir haben durch die Höhle auch ein bisschen wieder was gelernt. Und zwar, wie ich halt dann in Zukunft mit diesen, ja, Viechern hier klarkomme. Und mit diesem, oh Mann, dieser eklige Typ, ey. Der hat aber einen langen Atem, Alter. Der seht ihr die Staubsauger, Alter. Bum, 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 bum. Oh, nicht tot? He's dead and he's dead. So. Okay, dann halt ganz kurz, sorry. Basis verlegen. Gut, dann müssen die anderen, glaube ich, jetzt mal ein bisschen umdrehen. Aber macht ja nix. Oh, habt ihr denn jetzt getrunken? Oh, ihr seid ja cool. Habt schon mal getrunken? Hier. Bumm. So. Alter, 100 Pick, um das hier alle zu löschen, ey. So, ihr tragt ihn aber schon noch mit, ne? Nö. Die bleiben jetzt einfach eingeklebt im Wasser. Oh. So, würden die Pikmin das hier fliegend wegtragen? Ja, okay, gut. Gut, gut, gut. So einen komischen Wurm hier mitnehmen oder was immer das ist hier. So ein ekliger, so ein Schneckenmonster. So, tragt das doch mal jetzt hier. Sollte tragen. Nicht ins Wasser. Nein. Okay, die sind einfach komplett doof. Da haben wir schon langsam so durch den Modder laufen. So, mitnehmen. Mann, einer geht immer. Einer geht immer richtig. Soll ich hier alle klein machen? Nein. Okay. Otchen, hol du mal das Vieh. Okay. Ja, Gamsen, Alter, hat's einfach gegessen. So, und hier lässt natürlich alles mitnehmen. So, Knopfknolle eingesammelt. Gut. So, Twinky. Wir bringen es dann später zur Zwiebel, ne? Ist klar, ne? Ja, ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Die ganzen Wasserviecher sind natürlich ein bisschen. Oder Modderviecher. Hier wäre auch hier Schlamm voll saugt. So, gehen wir jetzt da weiter gleich. Okay, erwischt. Mann, ich wollte gerade sagen, was war das denn? Wo geht der denn jetzt hin? Och. Mensch, kommt mal alle her. Ja, kommt mit. Was ist denn die für ein Ding? Achso, das sind Papierdinger. Ah. Ich habe gerade wohl, hä, sind irgendwelche Zacken? Ah nein, es sind einfach nur die coolen. Hab's. Dinger für die Pigments. So, und die letzten fliegende Ding mal raus. Aus dem Modder. So, sehr schön. Wieder was gebaut. Deckel ist open. So, ansonsten keine weiteren Pikmin mehr verloren. Das ist sehr gut. Wie Soup Origami. Stup. Okay, ist natürlich jetzt, ja, der Dicke da, ne? Der wird jetzt irgendwie, den werde ich leider nicht abtragen. Oh, das ist ja aus Eis. Oh, shit. Da muss ich mal, können die Pikmin da draußen rauf, die Fliegenden? Alter! Okay, einfach mega schnell gekillt. Und ich habe keine Fliegenden verloren. Sehr gut. Ja, aber finde ich jetzt auch nicht. Also ist es nicht nötig hier, dass ich hier noch mehr Fliegende mache. Ist ja, kommt ja eh die letzte Ebene jetzt. Da muss noch mal ein Boss sein. Einfach so. Deswegen, nehmt das mal bitte hier alles mit. Okay. Wir fangen alles ab, Mann. Wir sind so cool. Ah, ey, ist ein Pilz. Stup. Jetzt sehe ich wieder alles. Tschum, 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 tschum. Tragen, Leute, tragen. Tragt es alle gemeinsam. Au. Oh. Und eine Blume. Ja, will ich aber nicht. Will ich nicht. Ich will bloß hier raus. Okay, hätte ich noch mal ein bisschen verlegen können, aber... Nö, was soll's. Das sieht gut aus. Wieder complete. Ja, du liegt denn irgendwo ein Kadaver rum? Nee. Schatz gesammelt. So, sind die Trauben was Neues? Justin. Nö, hatten wir auch schon mal. Das hatten wir alles schon. Zum. Schatzsensor aus. Ja, diese dicke Ding, ey. Komm mit. Flupp. Haben wir so schon die Feuervariante gesehen und jetzt noch die Eisvariante. Alles so krass. 100%, gut. Letzte Ebene, ey, ich hab nicht voll 100, aber ist auch nicht wichtig. Betreten. So, wird das jetzt irgendwie tatsächlich ein neues, krasses Ultramonster der Schlammgrube sein? Ein Schatz, ein Gestrandeter. Was wird passieren? Ein bisschen Angst habe ich ja schon, weil ich nicht ganz genau weh. So, ach, okay. Ja, na gut, das sind einfach bloß so eine Krabben. Ja, die sind ja nicht schlimm. Die werden einfach, das Äuglein mal zugekniffen, ne? Trinken, Leute, trinken. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt einfrieren kann. Hoppala. Oh, sind aber ganz schön, sind auch viele kleine. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend. Wir gucken einfach mal. Hier, keiner. Oh doch, da ist einer. Instant Killen. So, müssen wir nicht mehr abtransportieren. Ist cool. So,
So, wo sind hier noch welche? Kommt alle raus. Ist jetzt hier in jedem Loch einer? Das wäre richtig krass. Und auch tot. Sofort gekillt. In jedem Loch? Oh, bitte nicht, ey. Ich glaube nicht in jedem, oder? Das wäre ein bisschen sehr übel. Natürlich der Große in der Mitte, ist ja klar. Okay, ey, jetzt kommen Überraschungsgäste, den führt aus. So, rauf auf ein Äuglein, aufs andere Äuglein. Und schön hier zugeknipst. So, so. Rauf da, los, rauf. Oh ja, schön einfrieren. Das hat nicht geklappt, voll fies. Siehst du den ungepanzerten Bauch? Mann, Colin, ich greife nicht zum ersten Mal in so ein Vieh an. So, mach mal schön die Äuglein zu. Und tschüss, Mann. Er ist umgekippt. Das ist nie gelehrt. Auch er ist schon tot. Oh. 1, 2, 3. Mann, ey. Tja, wir sind einfach zu mächtig. Hier sind keine anderen kleinen Viecher mehr. Nö. Gut. Dann auch schön den Schatz hier mitnehmen. Oh, das ist der Bahnhof von dem Zugspielset. Cool. Ja, cool. So, mal schon so ein Twinkie hier. So, kein Laubling. Also, was sagt die Visitenkarte denn so dazu? Lass mal gucken hier. Wolfgang. Ey, das ist mein Face, aber nicht meine Frisur. Regisseur von Weltallkanal 1. Er hofft auf gute Bilder und gute Quoten. Falls es damit nicht klappt, könnte ihn das in die nächste Sinnkrise stürzen. Naja, dann bleibt ihm noch der Suff. Oh, ein Regisseur. Das bedeutet, dass wir jetzt alle Mitglieder der Fancy Crew gefunden haben. Kehrt schnell zurück, damit wir Muppis die gute Nachricht überbringen können. Und ordentlich abcashen können. Ne? So. Was du? Das Riesenvieh einfach wieder schön mitgenommen. Ach, die Fliegenden. Ja, aber ich muss ja irgendwie sagen, die Fliegenden sind so richtig so situationsbedingt irgendwie, ne? Weil ja, die sind natürlich cool und so, aber irgendwie, wann braucht man die denn? Egal. Neuen Schatz gesammelt. Und damit 100% der Schlammgrube abgeschlossen. Oh, und das Zugreiseset. Complete. Schön. Zum. Auf zur Oberfläche. So ist ja leider der Tag schon wieder vorbei. Yeah. Wolfgang. Motivation plus 1. Cool. Jetzt überlege ich halt echt, mache ich vielleicht jetzt eine Nachtmission? Einfach jetzt, bevor ich einen neuen Tag starte? Irgendwie wird das ja cool. So, wir haben auf jeden Fall den Bahnhof des Lebens bekommen und als andere hatten wir wie schon mal. Außer das Saftkissen und Saftcontainer und die Kugel des Glücks. Komplett erforscht, Leute. Immer auf Anhieb diese Höhlen. Ne, kein Ding. Ja, guck mal, wir haben trotzdem irgendwie 50 Flügelpikmin. Geil. Ja, die kriegen beim nächsten Mal einfach richtig viele Dinger zum Einsammeln. Oder ich mache einfach, dass ich jetzt hier in unserem Hauptgebäude, in unserem Haupthub, kann ich auch ein paar Blümchen pflücken. Und dann kriegen die auch ein bisschen mehr wieder. Ja, hat recht vollkommen aus, wenn du so maximal 100. Ja, okay, kommen als Reserve 200 von jeder Sorte. Dass du immer eine potenzielle 100-fach-Armee von einer Sorte machen könntest. Obwohl nie wirklich sonderlich klug ist. Dass wir ja eh nur 3 Pikmin-Arten gleichzeitig haben könnten. Das ist irgendwie auch immer noch ein bisschen komisch, weil dadurch wird es ja auch irgendwie einfacher. Weil, ne, in Pikmin 2 musstest du halt echt... Wow. Immer wieder ein bisschen Saft, oder komme ich gar nicht wieder hin? Oh nein, Leute, das schaffelt doch nicht. Ach, ja. Oh, das ist jetzt weg, weil ich bin viel zu weit weg, um da hinzukommen. Sie hat mehr Nektar ausgestoßen. Vielleicht verwertet sie die Nährstoffe ja anders. Ja, bupp. Erstmal alle wieder wegmachen. Der Tag ist vorbei, Leute. Der Tag ist vorbei. Oh, doch nur... Oh, doch nicht so viele. Naja. So, toll. Ja, wie komme ich jetzt noch... Komme ich da schneller hin noch? Wo war denn das überhaupt? Ich habe hier eine Abkürzung gemacht, ne? Also, ich könnte noch schnell hin. Tja, Ortchen, tut mir leid, aber... Das geht so nicht. Ich will bloß den Nektar. Dann habe ich Ultramotivier-Spray. Und das ist doch super okay. Ich glaube, in der Nacht bist du im Kalkerschild. Ich glaube, je nachdem, wenn ich die Stützpunkte freilege, ne? Ja, was ist denn hier passiert? Achso, die haben die nicht mehr geschafft abzutransportieren. Verdammt. Yay. Die haben die nicht mehr abtransportiert. Guck mal, der bleibt hier nur liegen. Mann, das war so ein cooler Tag. Alles was gefunden, was ich so mag. Und vor allem die letzte Zwiebel. Das ist so nice. So, wieder viele Aufträge abgeschlossen. Wahnsinn, ey. Es wird immer besser. Und das, ja, wird am Ende wird ganz wenig noch nachzumachen sein. Und ich überlege auch schon, vielleicht mache ich auch wirklich, dass ich das Finale abschließe. Und dann werde ich ja eh noch in der Lage sein, ja, noch ein bisschen rumzueiern, ein bisschen zu gucken oder so. Zumindest in der Hub-World.
Obwohl die ja dann endlich abhauen. Ich weiß ja nicht, wann der richtige Moment ist, das Finale anzugehen. Ja, das ist auf jeden Fall der 40. Tag. Wir haben Wolfgang, sieht aus wie Ecke mit einer anderen Frisur. Alter je. Ey, wir haben wieder 3 Motivationen, cool. Dann ist ja einfach alles voll. Ja. Herbsternte. Set komplett. Wunderbar. Yeah. Serienbonus. Die einzelnen, alles wird immer mehr komplett. Habe ich auch bald alle Schätze. Zugreise. Yeah. Könnte man das doch wirklich zusammenbauen? Ja doch, guck mal, das wäre wirklich komplett im Kreis fahren. Kann man denn? Oder? Nee, halt, es würde ein Teil fehlt. Ich glaube, ein Teil fehlt, damit die Bahn kann ich gar nicht im Kreis fahren hier. Ah, ich glaube, wir haben... Haben wir Schienen nicht auch schon doppelt gesammelt? Ja, okay, was soll's. So, sehr schöne Schätze wieder. 30% aber gerade mal erst. Die Gestrandeten auf diesem Planeten könnten unterschiedlicher nicht sein. Akademiker, Geschäftsleute, Touristen und sie stammen von so vielen verschiedenen Planeten. Eine interessante Mischung, so viel steht fest. Ganz ähnlich wie bei der Rettungscrew. Wir kommen von verschiedenen Planeten und haben ganz unterschiedliche Talente. Stimmt, für mich sind die Gestrandeten und die Rettungscrew eine große Familie. Schließlich teilen wir uns ja ein Schiff, Mann. Und mittlerweile könnten wir manche Gestrandete schon zu Ehrenmitgliedern der Rettungscrew machen. Und deswegen fällt etwas zu viel des Guten. Ich schlafe mal noch eine Nacht drüber. Leute, guckt euch die ganzen Nebenmissionen an. Ich finde immer noch so viele. Ja, errichte alle Bauwerke. Okay, 3 Stück fehlen noch. Warte mal, alle Bauwerke? Ich glaube, ist das nicht? Ich muss noch eine Brücke bauen. Ne, also ich muss noch eine Brücke darüber bauen und noch so eine Wand hochbauen. Dann fehlt bloß noch eins. Ich glaube, das habe ich auch erledigt, oder? Musikalischen Schätze, ach ja. Ach, okay, gut. Leute, wie cool war das denn? Tag 41. So, ich quatsch erstmal wieder mit Leuten. Ich würde denn eigentlich echt gerne eine Nachtmission machen. So, wir sind hier auch fertig, komplett. Fassen wir mal zusammen. Die Zwiebel ist mit anderen verschmolzen und weist nun auch die Farben der anderen Zwiebeln auf. Sie scheint nun auch ausgereift zu sein. Ich vermute jedenfalls, dass sie nicht mehr weiterentwickeln sich wird. Ist ja schließlich kein Pokémon. Mission erfolgreich. Oh, richtig wenig gebracht. Naja, danke. Dank deiner Unterstützung gelang es mir, wertvolle Forschungsdaten zu sammeln. Ich danke dir. Kein Ding. Ist irgendwie noch einer, oder? Der irgendwie, war nicht wieder der komische Blütentyp wieder voll? Ja, weil ich alle Blüten zum Blumen gebracht habe. So, fertig. Oh, deine botanischen Bemühungen sind geil. Kling. Sind erfolgreich und Reset von vorne. Tja, gleich nochmal, ne? Das ist für dich. Danke für die harte Arbeit. Aber das warten noch nicht alles. Guck mal, wieder 0 von 300. Wie lange soll das dauern? Wir hauen eh bald ab von dem Planeten. So, hier auch komplett. Du hast alle Mitglieder der Filmcrew gerettet. Auf euch Retter kann man sich eben verlassen. So, dann ist hier die Belohnung, die ich dir versprochen hatte. Und danke nochmal. Yeah. Alter, Mission complete. So, viele Nebenmissionen sind es doch nicht mehr. Unsere Kameras sind kaputt. Daher müssen die Dreharbeiten wohl noch eine ganze Weile warten. Und trotzdem, dieser Regisseur, der hackt bestimmt schon wieder etwas aus. Oh ja, ganz bestimmt. Ja, so sind sie halt, ne? Oder was hackst du aus? Du hast es also mich und meine Truppe gerettet? Als Regisseur möchte ich mich dafür im Namen aller bedanken. Leider kamen unsere Kameras nicht so glimpflich davon. Aber was soll's, auch wenn der Drehort hier traumhaft ist. Tja, durch diese ganzen Katastrophen habe ich eins erkannt. Quoten sind wichtig, aber sie sind nicht alles, ne? Das stimmt. Da kann ich auch nur die Quote meines YouTube-Channels, ey, der spiegelt das auch wieder. So. Sonst keiner mehr hier. Wie alle schon hier rumlaufen. Alle so happy sind. So, Otsche nochmal ein bisschen trainieren. Dann ist er nämlich voll. Wenn man die Forschung, das ist einfach so cool. Und dann frage ich mich echt, weil wir kriegen noch mehr Motivationspunkte. Die müssen doch irgendwie noch einsetzbar sein. So, hier, letztes Mal. Heilen 3. Yeah! Oder es gibt einfach wirklich super Heilen. Nee, das war's. Wie schnell er sich jetzt wieder hochheilt, ey. Weil wir haben alles gelernt. Du hast dich beim Training so richtig angestrengt, mein braver Hund. So weit, so gut. Gib weiter alles bei deiner Arbeit. Ja, wir haben alles gelernt. Wenn ich euch so sehe. Ja, ich denke, es ist soweit. Du und Otschin, ihr seid jetzt bereit. Lass Otschin alle Fertigkeiten lernen. Mission erfolgreich. Dadurch, ihr wart freigeschaltet, du kannst nun eine legendäre Fertigkeit lernen. Es gibt eine ultimative Geheimtechnik in meiner Familie. Habt ihr sie gemeistert? Gehört ihr so gut wie zur Shepard-Familie? Was ist das? Du kostet bestimmt 1000 Motivationen. Dank deines harten Trainings ist es dir gelernt. Was ist die Gelernte nun dir von Fleisch und Blut übergegangen? Du kannst stolz auf dich sein. Sag mal her. Bestimmt einfach alle restlichen Punkte. Dann sollten wir mal sofort beginnen. Boah, 8. Dauersprint. What? Das ist ja geil.
Mit dieser Fertigkeit kann Ocean unbegrenzt Ausdauer und kann endlos weit sprinten. Das ist ja richtig geil. Ja, den kriegen wir doch erst ganz zum Schluss, ey. Das ist ja auch nicht mehr bringend. Okay, aber es ist eine coole Fähigkeit, muss ich sagen. Finde ich cool. So weit, so gut, Mann. Geh weiter an dein Bestes, ja. So, jetzt merke ich wieder die Gefühl, Leute, dass es doch nicht mehr klappt. Weil ich glaube, ich schaffe doch nicht mehr eine Nachtmission. Was ich aber machen möchte, ist eine Dandori-Herausforderung, die uns noch auf Platin fehlt. Die will ich jetzt nochmal probieren. Komm, bisschen random hier. Ausgezeichnet. Meditation, bitte. Nun dann, was möchtest du denn meditieren? Guck mal hier, Platin. Silber, richtig schlecht. Oh, hier war auch nur Gold. Ach ja, der war ja auch so doof, ey. Ja, aber das hier will ich nochmal machen. Das war ja eigentlich ganz einfache. Das schaffe ich nochmal. Los. Beginnen. Ich muss ja erstmal nur alle auf Gold machen, ne? So, schwere Fracht, ja. Ist fies. Aber da muss ich wohl einfach ein bisschen krasser mit Ocean sein, der halt echt tragen muss. Und wenn ich vielleicht so ein paar Sachen erledigt habe, sage ich mal, dass Ocean sich komplett um die Melone kümmert. Dass er die ausbuddelt und dann frisst und rüber transportiert. Du musst irgendwie gehen. Ready, steady, go. So. Okay, trotzdem erstmal ein paar, muss ich ja trotzdem erstmal killen. So, ne, da fliegen ein paar Pigmen wieder kriege, alles klar. So, dann hier mal kurz. Ach, hier braucht er 12 dran, stimmt ja. Hau, hau, hau. So, 1, 2. Bum, 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 bum. So, die Vieh muss ich auch bloß einfrieren. Für neue Pigments. Dann sind die auch schon tot. So, alles klar. So, dann rennen hier schon mal. Die 5 rennen schon mal und sammeln das hier nach und nach ein. So, hier brauche ich 15 für. Okay. Hier brauche ich erstmal 5 für. Voilà. So, dann buddelt ihr das mal hier weiter aus erstmal schon. Da sind die hier noch fertig und kommen alle gleich wieder mit. Der Ocean wird gleich auch noch ein paar andere Sachen. Und ich habe hier halt wirklich komplett übersehen, dass ich halt einfach, ja, richtig doof irgendwie, dass ich ja einfach... Ich kann ja einfach Ich kann ja das Dings verlagern. Richtig dumm. Genau, warum ich nicht gecheckt habe. So, der wird mitgenommen, sehr schön. So, die bauen da ja das da ab. Okay, ich kann glaube ich nicht genug für... Die olle Banane, also macht das mal Ocean. So. Ja, sonst ist ja hier alles noch so schön eingefroren, ne? Ja. So, 7 brauche ich hier. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Schon transportieren. Entschuldigung, Herausforderung, Mann. Ja, warte doch gleich. Ganz ruhig. So, verdammt, ich muss ja den Schalter drücken. Ach, warte mal, Ocean, kannst du doch nicht ein bisschen was snacken? Snack das mal. Okay, mich angemessen. So, hilfst du mal da mit? Ich drück mal ganz schnell den Schalter. Ganz schnell. Das muss ich gerade. Ja, gleich hier. Das Eis schmilzt. So. Und knacks. So, Schalter gedrückt. Alles klar. Ach man, die können ja nicht. Ach man. Ja, okay. Sorry. Ich muss den Lubik erstmal wieder trotzdem jetzt einfrieren lassen. Ich wollte bloß den Schalter drücken. So. Na, knacks. Oh, Ocean, oh. So, komm wieder mit. Die anderen Pigmen müssen mitkommen. So, ich greife jetzt mal nicht auf ihn. Weil ich muss ja echt immer ein bisschen gucken, dass er halt wirklich einfach mitkommt, denn. So, Ocean, du buddelst mal das Ding hier aus. So, 1, 2, 3. So, sehr schön, dann waren wir getrunken hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht gerade das aus. Ocean, du sollst das hier mitnehmen. Ja, okay, dann nimm die auch mit, alles klar. So, dann hier nochmal das hier alles schnell mitnehmen, damit ich gleich das wegmachen kann. Das Ding hier. So, okay, cool. So, dann machen die drei das hier mal kaputt. Hi, Ocean. So, Ocean, du musst jetzt mal ein bisschen hier schon mal das Ding hier ausbuddeln. Oder erstmal einfach ein bisschen killen. Alter, nicht schlecht, ey, dass er das echt so hinkriegt. Okay, gut, dann, Ocean, das reicht, glaube ich, wenn du den jetzt hier ausbuddelst. Alter, wie schnell ist er denn? Alter, ist ja richtig schnell. So, okay, die bauen dann noch weiter den Golddings ab, okay. So, dann will ich jetzt gleich nämlich, mich umpositionieren. Wenn die da das Ding kaputt kriegen, dann kann ich mich auch alles hier wieder raushauen. Und dann tragen die das hier alles weg. So, das ruft da. Mach das mal kaputt jetzt, das dauert da so lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sammel deine Pigmen, Mann. Ja, ist ja okay. So, okay, jetzt hier schnell. Kaputt.
bin so kaputt. Okay. So, dann, Basis verlegen. Guck mal, wer hier alles ist. Wir machen schon mal das hier kaputt. Einsammeln. Oh, sehr überzeugend damit und do die Technik. Dankeschön. So, schupp. Alter, geil. Einfach die ausgebuddelt. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht erstmal. So, das ist natürlich klar, dass es ein bisschen doof das ist mit. Ja, was jetzt hier nur so vor sich geht. Einfach mal rufen. Oh shit. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt Punkte bringt, weil ich den eingefroren habe. Oh, verdammt, Alter, krieg ich da trotzdem Punkte für? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das wäre natürlich jetzt richtig kacke, wenn das nicht so wäre. Okay, dann kommt mal alle mit hier. Wir müssen euch jetzt ein bisschen zu violetten Pikmin machen, um die Abkürzung da zu schaffen. Dim bum bum badan dim dim. Also halt, nee, kann ich erstmal doch drauf bleiben. So, pfeifen, pfeifen, pfeifen. Das spart natürlich auch Zeit, ne? So, flip, flip. Okay, wir sind jetzt schon Silber. Dam, dam, bam, bam. So, ihr braucht ja bloß 5, ne? Für die Abkürzung. Da, la, 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 la. 1, 2, 3. Ja, Abkürzung gemacht. So, oh, das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich jetzt das Eisvieh da getötet habe und das deswegen nichts mehr bringt. Das wäre so ja richtig kacki, wäre das. Uff. So, der kann ja nicht einfrieren. So. Wahrscheinlich kaputt machen. So, ihr trattet mal direkt das Ding. Und natürlich macht ihr das hier kaputt. So, wuh. So, 1, 2. Hops, so. Dann haben wir hier ein bisschen kaputt machen. Alles kaputt. Lalalala. Okay, sieht aber eigentlich... Sieht das immer so einfach aus. Das hat eh immer so lange gedauert. Ja, die sind jetzt gleich fertig. Super. So, alles mitnehmen. Ich meine, ich habe noch eine Minute Zeit und bin gleich soweit. Und boom, boom, boom. Bei Dom Do darf man nicht hier verkacken. Okay, wollte gerade sagen, jetzt kommen die da nicht durch, oder was? So, macht immer bitte hin, der dauert nicht so lange, das wird dann Otschin snacken. Und Otschin trägt er dann einfach da rüber zum Ziel. Ja, das war's doch denn. So, Otschin, blut mal mit. Tja, glaubst du, so. Nee, 350 brauche ich. Oh, bist du gerade der Dodi Master hier? Ja, ich habe alles eingesammelt, außer ein so ein Vieh halt, ne? Oh, flupp. Oder? Nee, könnte sein. Könnte sein, der bringt, ich glaube, die bringt ja 15. Nee, es fehlt echt der olle Gegner, weil ich den eingefroren habe. Aber ihr seht, Leute, okay, das ist sehr, sehr einfach ansonsten. Dann, 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 bumm. Ja, gut. Flop. Naja, ja, okay. Dann beim nächsten Mal halt nochmal. Fies, ey, sehr gemein. Aber das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte ich auch noch schaffen können. Aber ihr seht, es echt ganz einfach. Kompletter Trick hier, easy going. Also genauso werde ich es einfach nochmal machen. Willst du es nochmal machen? Nö. Wir werden jetzt erstmal den Part. Ich dachte, ich schaffe das einfach und bin so richtig krass, wisst ihr, aber nö. Hier, Gold, Gold, Gold. Hä, warte mal. Schwere Frage, wieso ist die trotzdem Platin? Hä? Warte mal, okay, jetzt habe ich gar nicht gecheckt. Wartet, nee, ich hatte doch... Wieso ist denn der trotzdem Platin? Ach, wegen meiner... Ach, wegen der Zeit. Wegen der verbleibenden Zeit. Oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ich hab überhaupt nicht hingeguckt. Ich war schon Gedanken von wegen... Oh. Ach doch, guck mal, ich habe ja mehr als 300, weil wegen meiner Zeit denn noch. Das ist natürlich auch cool, dass du halt so das noch schaffst. Ja, das müssen wir doch nicht nochmal machen. Seht ihr, Leute? Die Zeit, Leute, ist auf unserer Seite. So, ich habe ihr seid demnächst wieder an meiner Seite bei einem neuen Part von Pikmin 4. Ja, da war jetzt nur einfach so... Ich glaube, ich würde vielleicht trotzdem eine Nachtmission machen. Obwohl ich nicht... Nee. Jeden Tag müsste ich nur hinkriegen ein... Es fehlt bloß noch eine letzte Höhle. Aber ich vermute, das wird die allerletzte sein. Die haben wir noch nicht gefunden. Die wird ganz weit weg sein. Da wird Louis sein. Oder mit Louis ist nur ein Dandori-Battle. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es wird ja noch einen finalen Boss geben. Lass uns später erneut zusammen meditieren, Mann. Ja. Dandori-Herausforderung, cool. Ach, ey, trotzdem Platin gemacht. Leute, dann wieder... Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Part von Pikmin 4 mit unseren kleinen Helferfreunden. Ciao, ciao!